Wenn ich im Keller kein halbwegs okayes Item finde, ist der Stream zu Ende. Wenn ich hier auf dieser XL-Ebene nicht ein halbwegs okayes Item finde, sind wir durch. Dann sind wir fertig für heute. Dann machen wir nicht mehr weiter. Ich werde keinen so einen miserablen Run jetzt nochmal durchziehen. Sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus gerade. Sieht gar nicht gut aus. Ja, jetzt Zeit für Nordleafs würde mir überhaupt nichts bringen. Ah! Ah! Jemand hat geschrieben, ich sag dann schon mal Tschüss, nicht wahr? Nein, nein, nicht wahr, nicht wahr. Nicht wahr. Ja, wir haben Tier 4 bekommen. Wir haben Tier 4 bekommen. Der Run lebt. Der Run ist am Leben. Es ist noch lange nichts vorbei. Außerdem von Lauchmann, 42 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Okay, das ist gerade ein sehr ungünstiger Raum. Aber das ist okay. Vor allem muss ich jetzt auch mich mit den Bomben nicht weiter auseinandersetzen. Wenn wir jetzt noch Guppy's Head bekommen, dann ist alles gut. Dann ist alles in Ordnung. Freunde, 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 Freunde. Schub der Wub. Der schmettert aber rein. Der schmettert ganz gewaltig rein. Bräuchte noch Trickle Charge oder sowas, damit ich den einmal pro Raum einsetzen kann. Dann geht's richtig los. Komm, die Vasen sprengen wir auch weg. Keine Zeit zu verlieren. Wie läuft das bestimmt freischalten? Bisher habe ich absolut keinen einzigen Run geschafft. Aber das ist okay. Wir haben gerade Epic Hack gefunden. Das ist der letzte Versuch. In dem Run wird Schub der Wub nicht nur für die ersten paar Ebenen stark sein. Der Schub der Wub Damage sollte doch mit meinem Epic Hack Damage skalieren, oder? Ich glaube, Schub der Wub sollte skalieren. Mit Isaacs Damage. Wenn mich nicht alles täuscht. Also morgen wollte einfach mal für die ganzen Jahre an geilen Content danken. Gucke dich schon seit den Flash Games Master kann. Nein, es waren super mega random Flash Games. Was einfach der Kindheit hat, hab dich Isaac, wie es mit Zombie auch wieder aktiv angefangen, das zu zocken. Es bockt einfach, vielen Dank. Dankeschön. Wilder Raum. Geht einfach alle weg. Shop, was hast du für mich? Er hat tatsächlich was Gutes für mich. Tatsächlich was Gutes. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Raus damit. Wir nehmen Keeper Sack mit. Dann können wir nehmen das. Easy plus 0,9 Damage abgestaubt gerade. Tinted Rock hier irgendwo. Außer von der... Oh, da ist er. Von Crash Calves, glaube ich. Frischer Sub, wie vielen lieben Dank. Super mega random Flash gibt's mit realistischen Maßstäben. Oh ja. Ich wollte immer wieder mal super mega random Flash Games zurückbringen, aber irgendwie... Ach... Sind irgendwie doch nicht so aufregende Spiele immer. Die sehen immer aufregender aus, als sie tatsächlich sind. Flash und Browser Games. Den Punkt eher Browser Games. Wieso so Flash noch unterstützt werden würde. Was immer noch ein sehr komischer Move war, das einfach so einzustellen irgendwie.
Wir können auch den Siggi suchen. Wo ist der Siggi? Ich meine, ich weiß, wo einer ist. Nein! Haben Sie das Item-Luck verbessert? Nein. Ich kann zu 100% bestätigen, dass Sie das Item-Luck nicht verbessert haben. Das ist die eine Sache, die ich im heutigen Stream gelernt habe. Kann ich hier ohne Schaden zu nehmen? Versuchen wir es. Ne, ich habe keine Ahnung, wo der Sick Room auf der Ebene ist. Der ist irgendwie komisch. Oh, hier rechts vielleicht. Nee. Hier unten rechts. Nee, der kann auch nicht sein. Ich habe auch keine Ahnung. So. Nein! Ich wollte gerade sagen, die Kugel geht mir gerade richtig auf die Nerven. Willkommen, Eloban. Weil ich krieg nur einen Broken Heart dafür. Ah ja, wir haben noch einen zweiten Boss. Ich lehne mich jetzt wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass Schub der Wub in der Tat mit meinem Damage skaliert. So, wir ignorieren den Deal, denn wir wollen immer noch einen Angel-Deal haben. Okay. Warum zwei Goldräume? Weil es die nächste L-Ebene war. Deswegen auch die zwei Bosskämpfe. Ich kann es leider noch nicht aktivieren. Ich will nämlich absolut keine Devil Deals als Boss-Items. Aber prinzipiell natürlich starkes Item. Können wir später vielleicht mal machen, wenn wir noch ein paar Herzen übrig haben oder so. Ich habe das Gefühl, das wird mir mehr bringen als Schub der Wub. Ich denke, ihr werdet mir dazu stimmen. Und Monster Manuel, der ist auch da. Sigmata. Damage up, wichtig natürlich. Wie sollte dieser Run ohne Damage-Ups funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Ne, da kann kein Secret Room sein. Ich muss so ein bisschen vorsichtig sein. So, ich hoffe, wir bekommen noch ein paar lustige Items in Kombination mit Epic Hack dazu. Da kann man viel Schabernack mittreiben. Nee. Nicht so viel Schabernack, okay? Da muss auch ein gewisses, ein gesundes Mittelmaß von Schabernack zu Run ruinieren finden. Hallöchen. Ich kann nicht versprechen, der Rainbow Worm. Der ist definitiv ein Run-Zerstörer. Der ist kein Mittelmaß. Den können wir nicht machen. Oh, schau ich den Damage an. Oh, das ist genau das, wonach ich mich den ganzen Abend über gesehnt habe. Komm schon. 6 Cent. 6 Cent, die sind wichtig. Die brauche ich. Und zwar dringend. Die sind mir ein Bedürfnis. Ein großes. Verb, relax. Komm schon. Ich brauche Diplopia. Tu mir das doch jetzt nicht an. Kannst mir doch jetzt die Plopia nicht vorenthalten.
Wo Super Secret Room? Hier nicht. In einem normalen Secret Room war ich ja schon. Aber wo ist Super Ziggy? Das ist gerade die große Frage. Über Cursed? Halte ich für eher unwahrscheinlich. Meinst du ja über Sacrifice? Nein, wir noch mehr können wahrscheinlich über Cursed Room sein. Kann ich mir auch nicht leisten, da reinzugehen. Au. Da nicht. Vasen. Shit. Quarter. Shit. Nein. Warum ist der Super Secret Room immer komisch? Oh. Der kann im Goldraum sein, ich weiß es nicht. Links beim vorletzten Raum? Ja, dann wäre er doch über dem Shop. Dachte, du hast alle bis auf Jacob? Nee. Fehlt einiges von den 10 Charakteren. Nur noch ein Fünfer! Fuck. Ach, das ist doch... so scheiße. Ich habe doch in dem Dreierraum unten geschaut, oder? Am unteren Ende. Warum ist der Secret Room hier nirgendwo? Okay, wir gehen in den Cursed Room. Die Plopia wäre halt wirklich... Okay, Cursed Room hat sich eh schon gelohnt. Hä? Habe ich nicht alles ausprobiert an dem Punkt? Ich habe bei dem Raum hier nicht unten geschaut. Oh mein Gott, habe ich wirklich nicht. Und hier ist genau das, was wir suchen. Nein. Judgment. Machen wir doch keine Angst! Machen wir doch keine Angst hier! Also da haben wir jetzt wirklich jeden Cent zusammengekratzt. Ich habe echt vergessen, wie überdreht und edgy du damals warst. Ich habe das Pokémon Sonnen-LP nochmal angefangen. Meine Güte, teilweise ist es leicht unangenehm. Ich meine, damals war es peak unterhaltsam. Leute erzählen mir mal, dass die Videos damals die lustigste Scheiße waren, die sie jemals gesehen haben, bis zum heutigen Tage. Was ist das hier? Nee. Nee, ich erträume schon wieder Super Secret Tinted Rocks. Ja. Au! Nimm nicht die drei Kugeln! Nicht nochmal zwei Kugeln! Hör doch auf! Oh Gott! Der ist gerade unerwartet nervig, muss ich sagen. Okay. Na komm, direkt mitnehmen.
Revelation funktioniert nicht zweimal, oder? Ich werde Revelation auf jeden Fall mitnehmen, aber... Revelation, das ist keine Frage, ob wir das mitnehmen, aber... Liz Pure ist natürlich auch Runwinner. Nein, wenn nur zwei Soul Hearts mehr? Okay. Ist natürlich ein bisschen abenteuerlich, das aufzuladen, aber... Shepard schon rein. Folgende Situation. Ich werde das, dumme Buch jetzt einmal einsetzen, dann gehen wir mit Diplopia weiter. Wohin geht's eigentlich? The Lamb oder The Beast? Je nachdem, wie der Run läuft. Wahrscheinlich eher Richtung The Beast an dem Punkt. Wir bleiben bei Diplopia. Diplopia hat sehr viel mehr Potenzial für den weiteren Lauf des Runs. Ob dieser Run wieder am Polaroid scheitern wird? Ach, erinnere mich nicht daran. Ist mir zweimal passiert, dass ich das Polaroid statt dem Negativ mitgenommen habe. Also, man kann sagen, ich habe mich heute vielleicht stellenweise nicht optimal verhalten. Tears up. I can see forever wäre hier gewesen. Ach, was soll's. Weiter geht's. Revelation größer als Schub der Wub. Schub der Wub ist das Beste. Außerdem von der Gamer Poi. Frischer Saft, wie vielen Dank. Ich finde dieses ruhiger, mittlerweile auch angenehmer, aber gut, vor 8 Jahren waren halt auch andere Zeiten. Nicht zwangsweise an. Ich meine. Ja, andere Zeiten auf jeden. Ich meine, ein Stück weit, ja, yeah, aber. Ich habe das Gefühl, ich würde auch den Faktor mit anmerken, dass ich vor 8 Jahren auch jünger war. Das Gefühl ist ein Unterschied, ob man 30 und 28 ist. Und damit meine ich 22. Ich kann nur nicht rechnen, scheinbar. Aber ja. Ich würde sagen, zwischen 30 und 22 ist man durchaus ein bisschen unterschiedlich drauf. Sie, wie ihr das seht. Außer von der Parabel Rambo. 2 Monate. Resub. Wie vielen Dank. Das war ja nicht mal knapp. Das war ja noch nicht mal knapp. Ne, mit dem kann ich einfach nichts machen. Okay. Diese Räume hier werden die ganze Zeit über... Ich werde übrigens nur bei Bosskämpfen dazu kommen, Revelation aufzuladen. Muss ich leider sagen. Denn in allen anderen Situationen wird es nur dafür sorgen, dass ich mich selbst weg... Woher da oben? Ein kleiner Tinti. Na. 30 ist das neue 22? Yeah! Die Vorstellung, dass du damals so alt warst wie ich jetzt, gibt mir das Gefühl, dass mich 30-Jährige als laut und nervig empfinden würden. Ich war schon relativ laut, nervig und albern in den Videos. 30 ist neu, 35. Jetzt nochmal 35 sein. Das wär's ja. Hey, warum hält ihr die nicht auf? Ich dachte, der Kopf würde ein paar Schüsse aufhalten, aber der macht nicht mit. Da geht es nicht obszön, war es auch sehr obszön. Ja. Ich würde sagen, ein Stück weit ist immer noch vorhanden, aber... Ich bin ganz in dem Ausmaß. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ja, 30.
Deswegen meinte ich vorhin, es ist ein Unterschied, ob man 30 oder 22 ist. Er hat geflucht, das ist so obszön. Ich hab schon sehr viel Kraftausdrücke verwendet. Sehr viel mehr als nötig gewesen wären. Wenn man irgendwann bei dem fucking wie ich angekommen ist, denkt man sich, okay, reicht langsam. Ich glaube, es war jetzt genug. Ah, was haben wir hier? Ich meine, ja. Ja, doch. Zügel dein Mundwerk, junger Mann! Oh mein Gott, warte, was hat Revelation da hinten gerade gemacht? Oh, Money equals Power. Oh, das wird mir so viel Bonus-Damage geben. Laut und nervig, das Video startet. Hallo Leute, nein, ich habe Hallöchen Leute gesagt, komm schon. Blooded Caves 2, da können wir einfach rein. Megamo! Tja. Tja. Ich glaube, wir waren nicht im Shop, aber ich habe auch keine Lust, weil ich nichts sehen kann. Wir gehen weiter. Damals war es schon ein bisschen obszöner, auch was Kommentare gegenüber weiblichen Trainern und Gewaltbeschreibungen anging. Oh Gott. Ja. Das kann wohl sein. Oh Gott. Nein. Ich sage es euch, wenn man Revelation erstmal auflädt. Hast du Lyrium gemacht mit Tainted Blue Baby? Ja. Gute Worldkarte. Will ich überhaupt mehr Shotspeed haben? Ist das überhaupt eine Sache, die ich haben will? Ich bin mir nicht sicher. Wir nehmen es einfach mal mit. Oh, das hätte so ein Trickshot werden können. Ne, ich denke, Shotspeed ist schon gut. Shotspeed ist schon in Ordnung. Chariot, warum nicht? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Revelation tatsächlich verwenden kann. Ist mit Ipecac gut? Warte, was ist mit Ipecac gut? Revelation oder was? Denn ich bin mir sicher, dieser Revelation-Strahl, der wird mit den Bossen sehr kurzen Prozess machen. Wir können ihn nur leider echt nicht so oft anschauen. Klicker. Nö. Nö. Habe ich den Klicker jemals verwendet? Achso, war auf Shotspeed bezogen. Oh, okay. Außerdem von Hollows Real. Frischer Sub, wie lieben Dank. Habe ich den Klicker jemals verwendet? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich den Klicker noch nie verwendet habe. Ich habe noch nie Situationen, dass ich mir dachte, oh, jetzt will ich den Charakter, mit dem ich eigentlich was freispielen will, wechseln. Ich glaube, ja, ging schlecht aus. Easy. Entscheidung an dem Punkt.
Ich meine, man könnte auf jeden Fall, wenn man einen starken Bild hat, dann zu irgendeinem der kritischeren Charaktere... Nehme ich. Einen der kritischeren Charaktere wechseln, aber das ist ja... Ja. Finde ich ein bisschen lahm, wenn man sowas macht, ehrlich gesagt. Weil dann musst du schon das halbwegs richtig machen. Deswegen, es nagt immer noch an mir, wie mein Tainted Lost Run gegen The Beast zu Ende ging. So komplett unverdient. Unsterblichkeit quasi. Ah, das war nicht schön. Ich bereue es immer noch ein bisschen, dass ich das tatsächlich mitgenommen habe, so. Oh ja, Chariot. Ich wollte gerade sagen, was mache ich jetzt eigentlich am besten? Aber ist ja gar kein Problem. Hey! Aber ist ja gar kein Problem. Ich habe die Chariot doch nicht umsonst dabei. Vielleicht kriegen wir noch ein Dry Baby. Hätte es auch furzen können. Ich weiß nicht ganz, inwiefern mir das bei dem Run weiterhilft. Ah, fuck, ich dachte, es wäre so eine Maske gewesen, die nicht zu mir... Ich habe gerade den Chat gelesen, Leute haben irgendwas über Werbung geschrieben. Und wie findet ihr die gute alte... Ah, ich sollte aufhören, das hier aufladen zu wollen. Auf Twitch gibt es aktuell, feinste Knossi-Werbung. Bei Wilkinson und Kaufland. Es gibt eine Wilkinson-Werbung, die ist einfach nur richtig schlecht gemacht. Und ich glaube, sie soll aussehen, als ob sie aus dem Stream oder so wäre. Aber es ist trotzdem so unglaublich fake und alles. Das ist sehr unangenehm. Was machen Brimstone-Bomben? Wir nehmen sie mit. Ich werde hier die Plop hier nicht einsetzen. Toll. Ich dachte, dass wenigstens hier wieder eine Brimstone-Explosion kommen würde. Naja. Weiter geht's. Bester Souls-like-Boss, ich sage, es ist Ludwig. Ludwig? Weiß nicht, ob ich der größte Fan von Phase 2 Ludwig bin. Bester Souls-Boss, ich weiß nicht. Ich denke, Gale ist ein guter Kandidat, oder? Was seid ihr von Gale? Ich meine, er hatte auch eine sehr starke Cutscene. Wo er den Titel droppt. Gib mir das Ding von dir. Die Dark Souls 3. shit. Nein. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich wollte die lustige Game of the Year Edition Namen davon nennen. A Fire Fates Edition. Ich hab zu lange gezögert. Abyss Watcher? Oh, nee. Ist halt kein Dr. Fetus. Ja, das stimmt. Oh, der Quarter, mein Gott. Ich meine, auf der einen Seite nervig, auf der anderen Seite für Money equals Power. Oh, hat nicht so viel Bonus-Damage gebracht. Naja, ist doch nervig hauptsächlich. Jocker. Goldener Schlüssel. Wristwatch haben Hammer OST. Für mich klingt die Dark Souls Musik immer gleich. Man mag Ludwig doch eben für Phase 2. Ich meine, die Cutscene ist cool, aber gameplay-technisch finde ich Phase 2 von Ludwig ein bisschen, naja. Ich will nicht sagen, warte, ich muss die Fullkarte mitnehmen.
sie wohl gerade mitnehmen? Ich will nicht sagen Katastrophe, aber ich finde es ein bisschen verwirrend, dass er sich immer automatisch zu ihm rüberdreht. Ich weiß nicht. Ich mag Lady Maria mehr. Für den Fall der Fälle, dass ich es nochmal verkacken werde, nehmen wir das negativ mit. Ich will noch den Goldraum mitnehmen. Wisst ihr was? Wir brauchen den Goldraum nicht. Ne, wir gehen jetzt direkt weiter. Ne, wir nehmen den Goldraum noch mit. Ne, ich wollte gerade sagen, nicht auf dem Rückweg, wenn ich dran denke, mit. Aber ich denke auf Rückweg doch erst recht nicht dran. Ne, wir nehmen noch den Goldraum mit. Oh ja, den Joker haben wir auch noch. Aber wir hatten gar keinen Deal auf der jetzt gerade eben, oder? Wir hatten ja gar keinen Deal. Oh, ich habe vergessen, mein Trinket wegzulegen. Mach ich im... Nee, mach ich nicht im Goldraum. Wir machen das schon. Anamek. Naja. Naja. Ja, das ist, wird nichts. Das wird so aber nichts, Freunde. Säckchen können wir auch noch mitnehmen. Gönnen wir uns was. Zehner! Ich glaube, ich finde es gerade ein bisschen verwirrend, dass mein Impact-Hack-Schuss so hoch fliegt. Trinket kann ich noch im nächsten Raum ablegen. Alles easy. Doch, doch, kann ich. Können wir noch auf der nächsten Ebene ablegen. Okay, wir hatten keinen Deal diese Ebene, richtig? Richtig? Okay. Problem ist, wir haben an dem Punkt nicht mehr viele andere Möglichkeiten für Diplopia. Schlicht und greift nicht mehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich denke, Sacrificial Dagger ist schwer in Ordnung. Kein zweites Messer? Nee, werden wir nicht brauchen. Werden wir nicht brauchen. Ist jetzt nach Minecraft noch weiteres Projekt geplant? Meinst du ja so Multiplayer-Zeug in der Richtung? Wenn ja, dann, ich meine, ich vermute, es ist gemeint. Aktuell nicht direkt, aber prinzipiell ja. Wir wollen auf jeden Fall auch noch irgendwann Terraria machen. Oh Gott. Ne, dass das Epic-Hack gerade so hoch fliegt, das ist höchst irritierend. Fuck. Oh ja, Solar, danke schön. Ein guter Dagger für Ome. Es war leider nicht ganz für Ome. Ich musste mein Duplopia dafür ausgeben. Au. Was ist das denn? Oh mein Gott. Lass mich bitte in Ruhe. Zum Fick war das gerade? Oh mein Gott! Können die Gegner bitte mal von mir fernbleiben? Die wollen mir alle gerade ins Gesicht springen. Und die werden Schaden machen. Warum finde ich so viele Soul Hearts in dem blauen Feuer?
Na, doch nicht. Was war das jetzt überhaupt? So, wir legen es hier ab. Wir brauchen nichts hiervon. Behalte lieber das Geld. Na, gib mir dem ein bisschen was. Der hat sich's verdient. Er war mir immer ein loyaler Freund. Außer dann, wenn er nicht auszahlt, was jetzt gerade der Fall ist. Ich habe dir 30 Cent jetzt gegeben. Gib mir meinen fucking Bean, wirklich. Und er gibt die Bohne. Purity wäre stark mit Damage. Ich will schauen, was das andere Item ist, bevor ich Purity mitnehme oder eben nicht. Die Herzen machen einen Brimstone? Was ist das eine Sache? Das ist immer so. Ich habe mich vorhin schon so überrascht. Nee, warte, das sind meine Brimstone. Warte, ist das, wenn ein Gegner explodiert, ist das wegen meinen Brimstone-Bomben? Das ist wegen meinen Brimstone-Bomben, oder? Ah ja, Secret Room. Schwarzes Herz für mich! Judgment. Secret Room war hier unten. Naja. Naja. Da hatten wir schon mal bessere. Judgment. Also okay. Judgment, gib mir was. Ich denke, ich kann auf den Bonus Damage verzichten, ehrlich gesagt. Wenn du mir jetzt eine HP abgibst, dann hat sich's nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Ich habe einfach nur jede Menge Münzen verloren. Ach ja, ach ja. Sag mal. Was ist denn gerade? Warum triffst du die nicht? Dankeschön. Okay. Trinket abgelegt. Ja, ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Spent it. It's gone. Just get over it. Im Shop ausgeben gibt mir Stat-Ups. Oh ja, yeah. Ich habe ja Greed Scarlet gehabt. Beste Sache ist natürlich, dass ich eine Wiederbelebung habe. Die dürfen wir nicht vergessen. Oder sollten wir nicht. Ich werde mir auch gleich noch eine zweite... Ich habe beschlossen, dass der Automat mich nervt. Geh weg. Ich habe entschieden, dass er mich nervt. Hör mir lieber hier, Soul Hearts. Das getreue blaue Feuer ist wenigstens immer... Oh mein Gott, was... Was ist mit den blauen Feuerdrops gerade? Oh, Crack, hier habe ich direkt aufgehoben. Speed up. Ich hatte kurz Angst, dass ich den Crack Key nicht mehr mitnehmen kann, aus irgendwelchen Gründen, aber... War einfach instant in meinem Inventar. Wurmi? Der pockt auch richtig los. Die gute alte Poggety. Das ist auch eine Sache, die ich bei... Es wird vorkommen bei dem... Ich habe keine Ahnung, übernächste Folge von Isaac Koop-Zeug.
Da hatte ich auch noch diese, die Pog-Mod aktiviert, die ich für den Tantrum angemacht habe. Ich habe sie immer noch an, weil sie echt ganz lustig ist. Und da hatten wir auch die Piggy Bank. Und ich habe es gesagt, wie es ist. Es sollte eine Mod geben, die aus der Piggy Bank die Poggy Bank macht. Bevor das nicht der Fall ist, gibt es eigentlich auch... Denke ich eigentlich ehrlich gesagt auch, dass die Entwicklung an Isaac noch nicht fertig sein sollte. Wenn die Poggy Bank im Spiel ist, können sie drüber nachdenken, ob sie vielleicht genug gemacht haben. Nicht die Moggy Bank, die Poggy Bank. Müsst ein bisschen universeller denken. Ich vermisse den Sitcom-Vibe. Ja, das ist mit Audio-Mods, damit die immer abgespielt werden, muss man irgendwie... noch irgendwas anderes in den Einstellungen einstellen, was ich nie gemacht habe. Deswegen funktioniert sie meiste Zeit über nicht. Okay, verstanden, Moggy Bank. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Erinnert ihr euch noch, als der Typ meine Tante in Lost Runs gekillt hat? Das waren Zeiten. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Generell der Raum für Tainted Lost ein bisschen nervig. Die Poggy Moggy Bank würde ich auch akzeptieren. Ich denke, Poggy Bank wäre am lustigsten. Ich darf Revelation nicht aufladen. Ich tue mir da keinen Gefallen mit. Ich tue mir da wirklich... Tears up. Ich tue mir da wirklich keinen Gefallen mit. Der Raum tut mir generell gerade keinen Gefallen. Keine Sorge, wir kriegen Magic Mushroom gleich raus. Wo fliegen meine Kugeln an dem Punkt überhaupt hin? Kein Magic Mushroom. Pass auf, was du sagst. Ja, die Retrovision, das habe ich verbockt. Das sehe ich ein. Oh, fuck. Seht ihr, die wollen auch die Poggy Bank. Sieht gerade gar nicht gut aus. Ist okay, ich muss einfach nur halbwegs lang genug leben. Nein! Warum stirbst du nicht? Oh mein fucking Gott. Puh. Caves. Wir sind doch nicht mal im Basement. Ah, hier, ich brauche die Münzen. Ne, Münzen wäre nicht. Egal. Also, wenn Revelation mal losfeuert, dann geht's aber los. Geht mal weg, Gott! Ist mal in Ruhe jetzt. Egal, Crawl Space. Leider schlechter Crawl Space. Aber trotzdem Crawl Space. Crawl Space ist Crawl Space. Oh, ich bin so gespannt, wie Revelation sich gegen Dogma schlagen wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Oh mein fucking Gott, ich kann solche Räume hier nicht machen. Oh mein Gott, ein Tinted Rock, endlich. Nein, da sind Spinnen. Warum sind hier wieder Spinnen?
Oh mein Gott. Wisst ihr, wie schwer das gerade ist zu zielen? Ich gehe davon aus, dass ihr ungefähr eine Ahnung habt, da ihr es sehen könnt, aber... Schon nervig. Aber die Tinted Rocks. Die Tinted Rocks. Okay, wir haben's. Dogma war mein Lieblingsboss, aber gegen Revelation hat er keine Chance. Yeah. Falls du Dogma erreichen solltest, na, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, was auch immer. So, dann holen wir uns noch eine zweite Wiederbelebung. Müll-Item. Warum nehme ich das Range Up mit? Ach du Scheiße. Ach ja. Ich weiß, es sollte an dem Punkt nicht viel ändern, weil Trefferquote... Ich werde jetzt eh hauptsächlich mit Revelation angreifen ab dem Punkt, aber... Puh. Puh. Okay, los geht's. Er hat den Brimstone gemacht. Hör doch mal auf! Was zum Fick ist gerade passiert? Warum ist er auf einmal stehen geblieben? Oh mein Gott. Wir sagen, das ist okayer Damage soweit. Er könnte besser sein, aber könnte auf jeden Fall schlechter sein. Komm schon, kein nerviger Sprint, kein nerviger Sprint. Yes! Kein nerviger Sprint. Das nenne ich einen Blitzsieg! Hat er auch Hyper Armor? Ja, das haben alle von denen hier. Oh, der ist doch komfortabel. Dachte ich zumindest. Den finde ich übrigens am schlimmsten von den Reitern. Vielleicht seht ihr warum. Okay, sehr schön. Ach komm, geh doch weg. Geh doch weg. Nein! Oh mein Gott. Okay, es sieht nicht gut aus. Oh mein Gott! Das hat mir Schaden gemacht! Ich glaube, wir schaffen es nicht. Oh mein fucking Gott. Ach nee, ich habe zwei Wiederbelebungen. Ich weiß nicht, wie viel HP ich dann zurückkomme. Oh mein fucking Gott. Ich weiß nicht, wie ich mit Epic Hack treffen kann. Die fliegen alle drüber! Nein, geh weg! Okay. Cool. Ich möchte anmerken, dass die alle über meine Gegner drüber fliegen. Ist so eine kolossale Scheiße. Ich kann nicht feuern.
Gott. Das war der Reminder, dass dieser Angriff existiert. Okay. Oh Gott. Warum habe ich jetzt 2 Schaden genommen? Was hat mir gerade 2 Schaden gemacht? Ich habe gegen den Beast sowieso keinen Schaden gemacht. Es wäre sowieso egal gewesen. Wahrscheinlich erstmal der Stein und dann die Explosion. Ich muss sagen, Ipecac ist ein bisschen komplett Müll im Sidescrolling, der Sidescrolling-Stelle. Also wirklich. Ja, das Gefühl, wenn man diesen Sidescrolling-Stellen ist, dass Ipecac ungefähr mit das schlechteste Item ist, was man haben kann. Also das, ich habe nicht, die sind alle immer nur drüber geflogen. The Beast konnte ich damit jetzt gar nicht erwischen. Also das war sehr mies. Sehr, 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 sehr mies, muss ich sagen. Und es hat auch irgendwie generell, Revelation hat auch nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Es war irgendwie alles ein bisschen shit. Naja, gut. Ich schätze, wir sind fertig soweit für heute. Ich habe keine Lust mehr.